Gefällt mir sehr gut übrigens. Cobblestone und Stein. Dann haben wir hier Granit, Andesit und so ein Scheiß. Auch das hier gefällt mir ganz gut. Gehen mal im Pennen, pass mal auf. Macht natürlich auch Sinn, dass wir das langsamer unterteilen. Meine, in unserer Kiste wurde es eh knapp hier hinten bei Gestein. Hier so. Hier so. Ramsch ist eigentlich auch nichts drin, was wir schon einsortieren könnten. Oder. Okay, ne, Netherrack könnte damit zu. Ist ja auch eine Gesteinsart. Dann müssen wir mal eben gucken, was es da an Neta alles gibt. Da gibt es Netherrack. Da gibt es Soul Sand. Gibt es da noch was, was man im Neta findet? Ja, Neta. Bricks. Aber die gibt es auch in Schwarz. Das heißt, das ist hier rote Neta-Ziegel und es gibt die auch noch in Schwarz, ne? Gibt es auch noch als gemalt. Na, ganz klasse. Das wird scheiße. Ja, das wird echt scheiße. Das wird richtig katastrophal noch. Aber ist nicht ganz so tragisch. Wir gucken mal eben. Okay, 1,5 Stunden gleich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können mal eben Kühe vermehren und dezimieren gleichzeitig. Nützt nichts. Erstmal vermehren, dann dezimieren. Guck mal, wir haben sogar noch einen ganzen Trichter übrig. Alter. Komm nicht auf dumme Ideen, mein Freund, ne? So, mach dich nicht unbeliebt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta-ta-ta, ta-ta. Was auch cool wäre, wenn man das Zeug einfach hinschmeißen würde und die Tiere sofort losstürmen würden da drauf. Das wäre richtig cool. So, geh mal weg. Haben wir hier 2, 4, 6 Kühe haben wir ganz genau. Perfekt. 1, 2, 3. Perfekt. Müssten hier 3 Babykühe sein. Perfekt. So, das heißt, da du hier gerade so stehst, mein Freund. Zack, einmal. Zweimal. Und eine Kuh muss noch dran glauben, und zwar diese. Da, wo wir nicht mal Leder gekriegt haben, eine ganz klasse. Okay, Schafe sind auch noch viel zu viele da. Sticks haben wir auch keine mehr. Na, ganz toll. Wieso haben wir denn keine Sticks? Haben wir die jetzt unten weggetan? Wir müssten eigentlich noch Sticks haben. Pass mal. Warte mal. Hier müssen wir auch noch was einsortieren. Oder haben wir das schon? Ich weiß es gar nicht. Nein, hier sowieso nicht, sondern wenn dann hier. Da sind unsere Sticks. Wollte ich sagen, wir haben noch Sticks. Und wir werden auf beide Seiten Crafting-Tische hinstellen, also Crafting-Benches oder Werkbänke. Damit, wenn wir irgendwas craften müssen, wir sofort auf beiden Seiten welche haben. So, das heißt, wir können hier dann schon mal 1, 2. Den. Okay, dann nehmen wir jetzt das so raus. Einmal. Das ist schön, man sieht sofort, was los ist, was drin ist, und das finde ich schon echt gut. Hier dürfte sonst nichts drin sein, ne? Das heißt, hier könnte man sonst was einsortieren. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Essen wäre nicht schlecht, also sowas, was man anbauen kann. Dann hätten wir das sofort hier oben. Aber direkt da, da, ich weiß nicht. Mal gucken. So, wir beenden die Folge heute mal hier. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Schaltet nächstes Mal unbedingt wieder ein. Hinterlasst doch eine positive Bewertung oder auch ein Abo gerne. Ansonsten haut rein und ciao. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich bin Johannes Pauke und ja, wir befinden uns hier in unserer kleinen Let's Play-Welt.
Huch! In der letzten Aufnahme, wir gehen mal eben runter, passt mal auf. Da haben wir hier angefangen, das Lager ein wenig umzusortieren. Hier auf dieser Seite ist noch nichts. Aber hier sind jetzt schon einige Sachen reingekommen. Gold zum Beispiel, hier Lapis Lazuli, Glowstones, Glowstone Staub. Oder hier auch Kohle und Eisen und sowas. Also eigentlich schon ganz geil. Hier unten kommen jetzt Baumaterialien hin. Huch, da haben wir auch schon angefangen einzusortieren. Nur uns fehlen eben Bilderrahmen. Hier zum Beispiel sieht man auch Steine und alles. Und wir gehen mal eben hinter die Kulissen. Wir schauen mal eben, wie es da aussieht. Ist jetzt ja schon ein wenig her, dass das letzte Mal der Let's Play-Welt unterwegs war. Genau, und hier haben wir gemacht. Warte mal eben. Sitzt der... Oh, guck mal, der sitzt da sogar schon. Tja, der vergangene Zornes-Poker war richtig fleißig das letzte Mal. Das kenne ich ja gar nicht von dem. Augenblick mal eben. Ich muss mal eben gucken. Nein. So geht's aber. Zack, zack. Tja, der hat ja auch die Glock da oben schon dran. Alter, was war mit denen denn los? Dass der mal freiwillig gearbeitet hat. Okay, das heißt, das Lager ist bis hierhin theoretisch einsatzfähig. Wenn... Mal eben was schauen. Wir müssen natürlich die... Die Itemplätze oder die Plätze im Inventar im Lager so weit abstopfen, also wie hier zum Beispiel, wo noch nichts drin ist, dass da auch wirklich nichts anderes reingeht. Und zwar werden wir das jetzt bewerkstelligen mit Zuckerrohr, weil Zuckerrohr haben wir so viel, das brauchen wir gar nicht alles, also jetzt wirklich ohne Scheiß, das brauchen wir wirklich nicht. Zumindest noch nicht, bis Zuckerrohr später seine eigene Kiste hat. Und dann können wir das nach und nach da raussortieren, was wir eben nicht mehr brauchen oder was eben doch. Das halte ich für eine eigentlich ganz gute Idee. Pass mal auf. Pennen brauchen wir noch nicht. Wir holen mal eben Zuckerrohr. Und wir müssen hier wieder Kies auffüllen. Haben wir jetzt leider nicht dabei, aber das macht nichts. Und wir müssen hier immer wieder die Kühe nachzüchten, weil wir brauchen echt Leder. Und zwar nicht wenig, weil unser Lager soll ja auch dementsprechend groß werden. Den Kies könnten wir eigentlich mal ersetzen. Auf. Eine Schaufel habe ich jetzt nicht dabei, aber egal. 2, 3, 4, 5. Zack, 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 zack. Dann haben wir das auch mal gemacht. Das Loch müssen wir auch noch zumachen. Das werden wir alles wahrscheinlich in dieser Aufnahme anfangen, beziehungsweise mal erledigen. Auch mal so die unfertigen Sachen weitermachen. Und, ja, ich hatte mich jetzt auch schon mal dran gesetzt, um zu gucken, wie wir das Ganze mit dem Leuchtturm regeln. Und zwar, da brauchen wir auch wieder Redstone für, ist ganz klar. Aber nicht ganz so viel. Also das geht sogar noch. Wir müssen einmal oben auf den Observern, die wir da haben, da müssen wir eine Reihe Redstone drauflegen, beziehungsweise auch mit Repeatern. Und eine Clock müssen wir da hinbauen. Und dann brauchen wir noch einen Tageslichtsensor und dann war es das schon. Also das geht alles noch. Dann müssen wir eigentlich nur noch das Ganze verkleiden. So, ich habe mal Zuckerrohr geholt und dann werden wir jetzt mal eben das Lager soweit in Betrieb nehmen. Wir können das später natürlich noch erweitern und weiter ausbauen, ist ganz klar. Aber so, dass wir das Lager jetzt auch benutzen können. Hier müssten jetzt noch falsche Items drin sein, genau. Was hier gar nicht reingehört. Und zwar machen wir jetzt einfach so, klack, und fertig. Nächsten Trichter. So können wir den Trichter zumindest für andere Items sperren, was da nicht reingehört. Zack. Hier auch, lalalalalala. Zack. Und wir sparen damit ein bisschen Zuckerrohr, auch wenn wir es eigentlich gar nicht müssten, ganz ehrlich. Weil, wir haben von dem Kram eigentlich sogar schon zu viel. Also Cobblestone und sowas. Aber ist egal. Auch Zuckerrohr haben wir eigentlich zu viel. Weil das Zeug wächst nun mal immer nach. Aber egal. Ganz ehrlich, weil wir werden später sowieso gebrauchen können, alleine wenn wir Zucker daraus machen wollen. So, jetzt können wir hier einmal alle befüllen. Schade, dass es noch nicht die Möglichkeit gibt, in den nächsten Trichter, der daneben sitzt, so durchzuhuschen quasi. Das fehlt noch, also dass man hier jetzt den zweiten Trichter angezeigt kriegt und rechts den davor. Das wäre eigentlich ganz cool, aber naja.
ist leider eben nicht so. Deswegen müssen wir uns damit zufrieden geben, was wir haben. Dann dauert es halt einen Moment länger. Ich kann es nicht ändern. Tut mir leid. So, andere Seite ist es ja nicht ganz so viel, was wir da abstopfen müssen. Problem ist, wir müssen die Steine, also die Steinseite dran kriegen. So, das heißt, die Seite ist soweit einmal gecleant. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, Items reinzuschicken, aber es kommt eben unten nichts mehr raus. So, hier noch einmal alles rausgenommen, damit es auch keine Fehler gibt, weil Fehler sind in diesem System eigentlich tödlich. Weil sobald ein Fehler im System ist, ja, das ist nicht gut. Das ist doof. So, weil das kann uns das ganze System crashen. Weil wenn ich jetzt, alleine wenn ich hier falsche Items reinlege, dann wandern die hier rein und dann sind die falsch einsortiert. Und dann müssen wir alles wieder umsortieren und ist alles Murks. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen gleich von vornherein richtig machen und dann hat man auch keine Probleme. So. Das ist alles soweit drinne. Das heißt, hier noch einmal klack und hier noch einmal zack und hier auch noch einmal zack. Und das ist auch eigentlich ganz gut, dass wir das so machen, weil hier wird ja nichts in seiner Funktion irgendwie beeinträchtigt. Nur eben, dass wir oben kein Zuckerrohr reinschmeißen, weil das würde sich eben in der ersten Kiste komplett sammeln. Könnten wir theoretisch machen, macht aber wenig Sinn. Wichtig wäre es jetzt nur, dass wir eigentlich weitermachen hier am Lager. Weil, damit wir möglichst schnell auf die andere Seite auch kommen. Warte mal, ich guck mal eben was. Trichterreihe geht hier oben lang. Das heißt, okay, da brauchen wir eigentlich nichts mehr aufgraben. Das haben wir also schon. Guck mal eben was. Warte mal. Das ist hinter der Kiste ein frei und dann ein nach unten. Also hier. Zack. Hier müssten wir einmal aufgraben. Und zwar habe ich mir überlegt, für die langen Strecken von A nach B nutzen wir Wasser. Weil damit sparen wir ein paar Trichter. Und das würde ich oben auch ganz gerne machen. Das Problem ist, dass wir Eis dafür brauchen. Also Eisblöcke. Die haben wir leider noch nicht. Jetzt kommt das Problem, will ich nicht mal sagen, aber die, ja, das Hindernis. Wir haben keine Eisblöcke, damit wir das Ganze bewerkstelligen können. Wir könnten es natürlich anders probieren. Dafür müssten wir gleich mal gucken. Pass mal auf, ich meine, wir haben ja mit Sicherheit hier irgendwo noch ein bisschen Glas rumfliegen. So, das muss einmal alles weg. Damit wir die Cobblestones und also die Steine schon mal anschließen können. Das wäre eigentlich ganz wichtig. So. Zumindest hier auf diesem Stück, dass wir da ein paar Trichter sparen. Ich glaube, das wäre gar nicht verkehrt. So. Aber andersrum, wir müssen natürlich dann wieder einen Item-Elevator haben, der uns die Sachen wieder nach oben liftet. Ist auch doof. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie wir es machen. So, pass mal auf. Wir haben hier noch Steine. Zack. Wir haben noch Treppen. Wir haben noch Wir haben noch Cobblestones. Da. Wir haben noch Cobblestone-Treppen. Wir haben noch Stufen. Wir haben noch Zäune. Wir haben noch Bricks. Wir haben Brick-Treppen. Brick-Slabs. Brick-Zäune. Und wir haben noch Ziegelsteine normal. Und der Kies passt da eigentlich ganz gut hin. So. Du bist Andesit, das heißt, Granit kam dann, nein, dann kam Diorit, okay. Das heißt, Granit fängt dann hier an. Klack. Wunderbar. Oh, wir haben da noch einen Stack Cobblestone. Und das ist eben das Schöne an unserem Lager. Wir können jetzt hingehen und sagen, okay, hier ist dies und das. Warte mal, haben wir oben den Ding jetzt noch? Feuerstein. Ja, das heißt, der Feuerstein ist der einzige, der bleiben darf. Da, wo er ist. Erstmal zumindest, weil ich wüsste nicht, wohin damit. Ich glaube, der ist hier oben eigentlich ganz gut aufgehoben. Warte mal. Lalalalala. Das heißt, wir gehen einmal hier rum. Da dürfte nichts drin sein. Zack, 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 zack. Das heißt, wir machen einmal so. Hätte ich auch anders machen können. Zack. So.
Und den einen nach der rein. Klack, der bleibt jetzt da. Also läuft das auch wieder. Perfekt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Das heißt, wir müssten hier als Beispiel einen Chopper setzen. Der bringt uns das dann hier rüber. Aber dann stehen wir vor dem Problem, dass der Trichter hier oben sitzt. Und unser Wasser hier unten läuft. Ja. Also ich glaube, man erkennt oder man merkt, welches Problem wir dann haben. Das bedeutet also, dass wir das nicht so machen können. Gut. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Eisen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, wir gucken mal einmal. Hier bin ich ganz falsch. Hier oben haben wir noch... Wir haben keine Eisenbarren mehr. Okay, das ist schon heftig. Aber wir gucken mal, im Ofen dürfte eigentlich auch nichts mehr sein.